Seht, schau mal, ich habe ein Foto von einem Vogel in unserem Garten gemacht. Die Federn haben so schöne Farben, die muss ich dir unbedingt näher zeigen. Oh, was ist das denn? Das sind Pixel. Kleine Bildpunkte, aus denen digitale Bilder zusammengesetzt sind. Was? Mein Foto besteht aus Punkten. Ja, jedes Bild auf deinem Bildschirm besteht aus kleinen, farbigen Pixeln. Das Wort Pixel kommt aus dem Englischen und ist eine Abkürzung für Picture Element, was übersetzt Bildpunkt heißt. Die Bildpunkte sind in einem Raster angeordnet, also in Zeilen und Spalten. So setzt sich für unser Auge ein ganzes Bild zusammen, wie beim Bild deines Vogels. Also wie ein Mosaik. Wie viele Pixel hat denn so ein Bild? Die Anzahl der Pixel in der Breite und in der Höhe miteinander multipliziert, ergibt das Total. 10 mal 10 Pixel sind dann zum Beispiel 100. Je mehr Pixel auf einer Bildfläche vorhanden sind, desto schärfer erscheint das Bild für unser Auge. Ich erkläre euch das am Beispiel von drei Bildern. Dieses Bild besteht aus wenigen Pixeln und man erkennt deshalb auch nur sehr wenig. Das nächste Bild hat schon 10 mal mehr Pixel. Wie ihr seht, kann man so auf der gleichen Fläche mehr Details abbilden. Das dritte Bild besteht aus über 8 Millionen Pixeln. Jetzt sind alle Einzelheiten sichtbar. Wow, krass. So viele kleine Punkte. Ja, meistens sind es sogar noch mehr. Aus wie vielen Pixeln dein Bild besteht, hängt von der Kamera ab, mit der du es aufnimmst. Neue Smartphones haben meistens eine 12-Megapixel-Kamera. Das sind 12 Millionen Bildpunkte pro Foto. Es gibt aber auch schon Smartphones mit 24 Megapixeln oder mehr. Also je mehr Pixel, desto besser. Viele Pixel sind zwar gut, aber es kommt auch darauf an, wo du das Bild anschaust. Denn Pixel haben keine feste Größe. Je nach Gerät und Bildschirm sind sie ein bisschen größer oder kleiner und liegen näher beieinander. Wie viele Pixel ein Bildschirm anzeigen kann, nennt man Auflösung. Willst du ein Foto ausdrucken, bestimmt die Anzahl der Pixel die maximale Größe, in der es gut erkennbar ist. Ein Foto mit 12 Millionen Pixeln kannst du maximal in der Größe 1,6 x 1,2 Meter drucken. Und wie macht man das bei so richtig großen Plakaten? Im professionellen Druckbereich werden Bilder mit sehr vielen Pixeln verwendet. Zudem betrachtet man ein Plakat meistens aus großer Distanz. Da sind die einzelnen Pixel weniger gut sichtbar. Und die Profis haben noch andere Tricks auf Lager. Sie arbeiten mit Vektorgrafiken. Diese bestehen nicht aus einem Pixelraster, sondern aus einer Art Zeichenanleitung für den Computer. Ein Kreis wird beispielsweise durch die Position seines Mittelpunktes, seinen Durchmesser, seine Linienstärke und seine Farbe beschrieben. Der Kreis kann in einem Zeichenprogramm dann beliebig vergrößert und verkleinert werden und bleibt trotzdem scharf. Cool! Cool! Aber wie können dann Pixel so viele verschiedene Farben haben? Jedes Pixel besteht aus drei Subpixeln, die ganz nahe beieinander liegen und je eine Grundfarbe haben: Rot, Grün und Blau. Die Leuchtkraft der einzelnen Flächen bestimmt, welche Farbe wir sehen. Leuchtet nur die rote Fläche, sehen wir ein reines Rot. Leuchten alle Flächen mit maximaler Helligkeit, sehen wir am Bildschirm weiß. Leuchtet keine, sehen wir schwarz. Ach so, alle Farben des Computers bestehen also aus Rot, Grün und Blau. So ist es. Statt eines Pinsels benutzt man auf dem Computer aber Codes zum Mischen der Farben. Zum Beispiel eine Zahl zwischen 0 und 255 für jede Grundfarbe. Die Zahl sagt dann dem Subpixel, mit welcher Intensität es leuchten soll. Dieses Violett hat zum Beispiel einen Rotanteil von 110, einen Grünanteil von 70 und einen Blauanteil von 160. Mit einer starken Lupe könnt ihr übrigens die Subpixel auf eurem Bildschirm erkennen. Wow! Ja! So sieht die Oberfläche eures Bildschirms aus. Die Flächen mit den Grundfarben nennt man, wie schon erwähnt, Subpixel. Mit den drei Grundfarben Rot, Grün und Blau kann der Computer bis zu 16,8 Millionen Farben darstellen. Eindrücklich, nicht? Schon cool, was ein Computer so alles kann. Danke, Fred. Gern geschehen.